Ob wir homosexuell sind oder andere Vorlieben haben, ob wir Beethoven mögen oder am liebsten ein Vollbad nehmen, all das wissen viel mehr Menschen, als wir auf Anhieb meinen. Denn wenn wir im Internet recherchieren oder mit Payback-Karte im Supermarkt einkaufen, unsere Aktivitäten werden genau registriert und ausgewertet. NDR-Kollegen haben jetzt recherchiert, dass der Handel mit persönlichen Angaben von Verbrauchern blüht. Innerhalb von wenigen Stunden haben sie auf dem Internet-Schwarzmarkt 2 Millionen Datensätze angeboten bekommen. Neben Adresse und Geburtsdatum haben sie sogar die Bankverbindung der jeweiligen Personen enthalten. Gewinnspielanbieter, Versicherungen und Zeitschriftenverlage sollen diese Daten rausgerückt haben. Ein klarer Fall von Datenmissbrauch. Doch es gibt jede Menge Grauzonen und oft wird uns glauben gemacht, dass die Überwachung unseres Lebens unserer Sicherheit dient. Vor allem seitdem die Twin Towers in New York eingestürzt sind. Die beiden Schriftsteller Julie C. und Ilya Trojanow schlagen jetzt in ihrem neuen Buch Alarm, ein politisches Pamphlet mit dem Titel Angriff auf die Freiheit. Sie fordern, dass wir uns endlich wehren und dem ewigen Gerede von Sicherheitsmaximierung gegen Terrorismusgefahr nicht glauben. Bevor ich mit den beiden Autoren über ihren Aufruf zum Widerstand spreche, fasst Stefan Gackstetter die Hintergründe zusammen. Die lückenlose Überwachung. Horrorvision oder doch schon Realität? Wo wir uns bewegen, werden wir von Kameras aufgenommen. Datenkontrolleure im Staatsauftrag durchwühlen unsere Festplatten. Unsere Telefongespräche werden dokumentiert. Alles im Namen des Kampfes gegen den Terror. Sicherheit hat eben ihren Preis, heißt es. Auch wenn der Preis die Freiheit des Einzelnen ist. Videoüberwachung, Datenkontrolle, Lauschangriff. Längst praktizieren auch die Unternehmen das, was der Staat ihnen vormacht. Und was für den Staat der Terrorist ist, ist für die Wirtschaft der Kunde. Über dessen Vorlieben kann man gar nicht genug wissen. Die Privatsphäre wird zum offenen Geheimnis, das die Wirtschaft brennend interessiert. Und wir selbst? Mal geben wir Privatestes freiwillig preis, mal unfreiwillig. Der Missbrauch unserer Daten beginnt mit der totalen Sorglosigkeit, mit der wir unseren existenziellen Code preisgeben. In ihrer Kampfschrift Angriff auf die Freiheit warnen die Schriftsteller Julie C. und Ilya Trojanow vor dem transparenten Menschen, der seine persönliche Freiheit gegen ein fadenscheiniges Versprechen von Sicherheit eintauscht. Der den schleichenden Verlust seiner Freiheit erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Klar ist, die Sicherheitsdebatte hat sich längst verselbstständigt. Doch wie real ist die Bedrohung durch Kriminalität und Terror wirklich? Immer öfter kollidiert das Bedürfnis nach Sicherheit mit dem Wunsch nach Freiheit. Oder ist der gläserne Mensch schon so durchsichtig geworden, dass er nicht mehr frei sein kann? Die beiden Autoren Julie C. und Ilya Trojanow sind uns nun aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Frau C., die Bundestagswahlen stehen direkt bevor und da hören wir, dass Terroristen diese Zeit nutzen wollen, um Anschläge zu verüben. Warum sollen wir Bürger da nicht froh sein, dass konkrete Sicherheitsvorkehrungen von der Regierung getroffen werden? Um uns über diese Sicherheitsvorkehrungen zu freuen, müssten wir erst mal glauben, was uns da angekündigt wird. Wir hören ja ständig, dass uns alle möglichen Bedrohungen gegenüberstehen. Jetzt gerade heißt es, Massengeiselnahmen von terroristischer Seite stünden unmittelbar bevor. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich lache inzwischen, wenn ich dieses Winken mit dem Horrorszenario in der Presse höre. Aber Herr Trojanow, es gibt ja konkrete Bedrohungen. Die Sauerland-Täter, die jetzt gerade ausgepackt haben, sozusagen, die haben konkret Anschläge geplant. Und da können wir doch froh sein, dass die nun verhindert wurden. Man ist natürlich immer froh, wenn Anschläge oder Gewalttaten verhindert werden. Das heißt aber nicht, dass man das auf Kosten zentraler Freiheiten des Bürgers vollziehen darf. Auch muss man sich anschauen, ob tatsächlich die verschiedenen Gesetzesneuerungen, die in den letzten Jahren sehr überalt eingeführt wurden, die teilweise ganz zentrale Positionen der Bürgerrechte, der Menschenrechte eingrenzen, ob die tatsächlich greifen, ob sie tatsächlich nützlich und sinnvoll sind. Und als Drittes muss man natürlich sich immer die Frage stellen, gut, wenn die erweiterten Befugnisse den Bürger vor einzelnen Straftätern schützen, inwieweit schützen sie den Bürger vor dem Staat? Herr Trojanow, vielleicht können Sie das konkretisieren. Sie beschreiben diese Grenze zwischen Sicherheit und Freiheit. Sie scheint schmal zu sein. Wie verläuft sie genau? Naja, sie verläuft natürlich erstmal so, dass es Grundpositionen gibt, die einfach nicht wegdiskutiert werden können. Es ist so, dass der Mensch eine ihm angeborene Freiheit hat. Es ist nicht eine Freiheit, die ihm der Staat gewährt, sondern der Mensch lebt sie und er kann
diese Freiheit dann gewissermaßen sich einschränken lassen, wenn es eine gesellschaftliche Übereinkunft gibt. Wir haben nach 300 Jahren ganz, ganz wichtige Freiheiten erfochten. Und es ist einfach nicht akzeptabel, dass diese Freiheiten, wie es in den letzten Jahren passiert, sehr schnell einfach beseitigt werden. Wir haben ja den absurden Zustand im Moment in Deutschland, dass das Bundesverfassungsgericht reihenweise ein Gesetz nach dem anderen zurückschickt. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht gibt eigentlich seit Jahren der deutschen Politik, dem Parlament, die Note 6, was deren Sicherheitsgesetze angeht. Frau Zeh, Sie beschreiben in Ihrem Buch viele Beispiele. Vielleicht können Sie mal konkret sagen, wo genau Sie die Gefahr sehen, wo es eben zu weit geht in der Freiheitsbeschränkung der Bürger. Meiner Meinung nach ist die Gefahr nicht nur an einzelnen Gesetzen festzumachen, sondern wir müssen klar sehen, wir leben in einem Zeitalter, das friedlicher und sicherer ist als alle anderen Zeitalter davor. Wir leben mit sinkenden Kriminalitätsraten und die Bedrohung durch den Terrorismus, die uns ständig vor Augen gehalten wird, das ist eine reale Bedrohung, insoweit wir Opfer zu befürchten haben, wenn es zu einem Anschlag kommt. Aber es geht hier nicht um Opferzahlen, die einen kompletten Umbau des Staates in ein neues System rechtfertigen würden. Wir müssen uns bei jedem einzelnen Gesetz überlegen, dient es sachlich eigentlich dem Zweck, der in der Gesetzesbegründung steht? Ist es tatsächlich ein Gesetz, was den Terrorismus bekämpfen hilft? Oder stecken möglicherweise andere Gründe dahinter? Und ist es ein Gesetz, das dadurch auch ein Mehr an Sicherheit überhaupt bringen kann? Also das können Sie für jedes einzelne Gesetz nachweisen. Das ist aber wirklich eine allgemeine Entwicklung. Das ist eine Mentalitätsumstellung, die wir beobachten seit vielen Jahren. Viele sehen das aber gar nicht so sehr als Eingriff in ihre Privatsphäre, Frau Zeh. Also viele denken, naja, wenn es der Sicherheit dient, dann lasse ich mich gerne kontrollieren. Ich habe ja nichts zu verbergen. Sie attackieren diese Haltung. Wieso? Das ist ein ganz fataler Irrtum. Ein Mensch, der glaubt, er habe tatsächlich nichts zu verbergen, irrt sich in zweierlei Hinsicht. Zum einen entscheidet nicht er darüber, ob er was zu verbergen hat oder nicht, sondern diejenigen, die Machtinstrumente bereits in Händen halten, können darüber entscheiden, gegen wen die eingesetzt werden sollen. Ob man also was verbirgt oder nicht, entscheidet sich immer danach, was gerade aktuell als gefährlich, kritisch oder irgendwie verboten definiert wird. Das kann jeden von uns treffen. Und der zweite Irrtum ist der, es gäbe sozusagen eine Grenze, eine ganz feste, unüberwindbare Grenze zwischen dem Terroristen, der irgendwie definiert ist als eine besondere Spezies und für den sind diese Gesetze gedacht, und auf der anderen Seite der gute Bürger, der dadurch gar nicht gemeint ist. Aber Adressat dieser Gesetze ist die gesamte Bundesrepublik. Diese Gesetze gelten tatsächlich für uns alle, das dürfen wir nicht vergessen. Wie weit wird es gehen mit dem Kontrollstaat? Herr Trojanow, am Ende des Buches schreiben Sie im Epilog, dass das alles immer weitergeht, Herr Kontrollwahn immer größer, dass das, was eigentlich zur Terrorismusbekämpfung angeblich erfunden wurde, eben auch in ganz anderen Bereichen eingesetzt wird. Werden wir irgendwann keinen freien Schritt mehr machen können? Genau das droht und deswegen haben wir dieses doch sehr engagierte Pamphlet geschrieben. Wir erkennen an dem Beispiel England, da ist die Situation schon erheblich weiter vorangeschritten, dass es tatsächlich massenweise, dass Antiterrorgesetze massenweise angewandt werden, um andere, zum Beispiel antisoziales Verhalten oder politische Organisationen, ökologische Organisationen zu bekämpfen. Oder es wurden sogar Antiterrorgesetze angewandt, um die isländischen Banken in England einzufrieren. Das heißt, es ist immer so, dass der Staat bestimmte Machtbefugnisse, die er sich selber erteilt hat, dann auch ausnutzt. Und es gibt leider Gottes jetzt schon Soziologen, die behaupten, wir leben in einer postdemokratischen Zeit. Wir beide glauben, das ist noch nicht so, aber wir glauben auch, dass die Bürger möglichst schnell sich bewusst werden müssen, wie wichtig ihre Intimsphäre, ihre Privatsphäre ist, dass sie ihre Daten schützen müssen und dass sie sich politisch engagieren müssen, um diese Entwicklung zu stoppen. Dieser Appell kommt in Ihrem Buch ganz klar raus, dass der Bürger jetzt etwas tun muss. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke nach Berlin. Dankeschön. Danke Ihnen.